Warum sollten sie euch Lumpenpack anerkennen? Ich mache ihnen daraus keinerlei Vorwurf. Was meint ihr mit zu sich gehören? Elfen gewähren nur selten Außenseiter jedweder Art Zutritt zu ihren Städten. Elan wusste nicht einmal von euch. Wie sollte er euch als zu sich gehörig anerkennen? Nehmen wir mal die zwei. Dumpfkopf, sie würden euch annehmen lassen, dass wir Eindringlinge von außerhalb sind, die ihre Stadt ohne Grund angreifen. Ihr Schmach ist es, dass Irenikus und ich wirklich sehr vertraut sind. Kein Elf würde es wagen, sich gegen die anderen zu wenden. Kein Elf würde ihre Gesellschaftsstruktur gefährden. Kein Elf würde tun, was Irenikus und ich getan haben. Wer vertrat ihrem Fall? Elan? Er stand daneben, während sie unsere Verbrechen bei ihren Bestrafungen wiedergaben. Ich sollte euch fast am Leben lassen, damit ihr die Schmach erfahren könnte, durch einen Außenseiter zu dieser ganzen Sache befragt zu werden. Fast. Euer Anteil daran endet hier, Talisa. Ich werde mich an dem Blut der Götter laben, während ihr mit unbeantworteten Fragen dem Tod entgegengeht. Grimwader, Fledermaus. Ich warte. Noch eine Fledermaus. Mal sehen, wie euren Eingeweiden etwas Sonnenlicht gefällt. Ja. Eure Stunde wird noch kommen. Ach, da ist er ja. Eine Sache aus dem Unfinished Business, was noch dazugekommen ist, was ich gelesen habe in den Interview, ist, dass Artemis Entry, der Antagonist von Drizzt, mit auftaucht bei diesem Kampf, wenn man Drizzt mit in der Gruppe hat. Und da ist Minsk kaputt gegangen. Gut, ich sollte ein bisschen buffen. Ja? Faccio. Ja? Okay. Verstanden. Los, spuck es aus. Ich warte. Keine große Herausforderung. Und hier wird es nun also enden. Ja. Ich bin gekommen, um das, was ihr mir gestohlen habt, zu holen. Ich werde nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde meine Seele zurückbekommen. Genau, dann können wir auch das mal triggern. Ihr könnt es versuchen, Immun, doch ihr werdet keinen Erfolg haben. Wir haben lange daran gearbeitet, um unsere Rache zu verwirklichen und ihr werdet es nicht aufhalten. Ich bin sicher, dass ihr Gründe habt. Ja. Nehmen wir mal, ich bin wegen der Rinnen Latorn gekommen. Ihr helft diesen verräterischen Elfen, bla bla bla. Das kennen wir alles. Wohl was anderes ausprobieren. Stirb, Kreatur. Muss wohl was an. Ja, da ist Artemis wieder. Nein! Das ist meins! Das ist mein Leben! Jetzt nicht mehr. Ja, Bodhi stirbt und wir kriegen keine Erfahrungspunkte dadurch. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ja, und Artemis Entry stirbt auch. Oh, was für dich Spaß macht. Was immer ihr wünscht. Und so endet es. Wir haben das Böse besiegt. Ihr habt euch wacker geschlagen. Oh, Minz ist schon wieder gestorben. Meine Beine tun. Die Dienerin der Natur ist besser nicht noch. Zeig mir wohin und ich zu. Ja? Ich warte auf euren Befehl. Manes. Ja? Ich spreche immer in Kant. Bacchio. 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 Bacchio.
Sag nur. Du machst noch den Verteidigungskoordinator. Ne, den Schutz vor dem Bösen. Keine große Herausforderung. Und hier wird es nun also enden. Willkommen. Ihr wart sehr erfinderisch bei eurer Suche nach mir. Allerdings habe ich auch keinen Umweg gemacht, um mich zu verstecken. Das ist schnell vorbei. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ich gehe direkt auf Bodhi. Okay, okay, verstanden. Könnte sich bitte jemand... Ich warte. Ja. Für die Gefallenen! Nein! Nein! Ja, Bodhi stirbt, aber das gibt keine Erfahrungspunkte. Habt ihr einen Plan? Die Schmerzen überwältigen mich fast. Und die Smart Skater erwischt. Blöd. Meine Beine tun mir weh. Keine wir sind gekommen. Ich bin noch nie in meinem Leben gelaufen. Und ich denke, ihr habt gut getan, uns um Unterstützung zu bitten. Kleine Rast in diesen Grabmälern wimmelt es geradezu vor Untoten. Ja? Und es wird ein schwieriger Kampf für uns alle. Bacchio, Bacchio, Ferre, Manas, Potentes, die Dienerin der Natur ist bereit. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja? Was kann ich tun? Ja. So, noch eine Verteidigungskoordination, das sollte dann reichen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ich warte. Und hier wird es nun also enden. Willkommen. Ihr wart sehr erfinderisch bei eurer Suche nach mir. Allerdings habe ich auch keinen Umweg gemacht, um mich zu verstecken. Wo würde sie finden, wo auch immer sie ihren bösen Fuß jetzt? Ja, das werden wir tun. Ich bin gekommen, um das, was ihr mir gestohlen habt, zu holen. Ich werde nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde meine Seele zurückbekommen. Mal sehen, wie euren Eingeweihten. Kämpfen wir gemeinsam, Freunde. Fragt nur. Eure Stunde wird noch kommen. Nee. Ihr habt es so gemacht. Muss wohl was anderes ausprobieren. So, Bodhi ist tot. Wenn ihr es wollt. Und so endet es. Wir haben das Böse besiegt. Ihr habt euch wacker geschlagen. Ich wünsche euch eine gute Reise. Ja, jetzt müssen wir nur noch Bodhi hier oben. Oh. Das Becken wurde gereinigt. Haben wir jetzt noch... Wir haben ja noch eine... Aber erst einmal ein paar Sachen zu identifizieren. Handschuhe der Waffenkunst. ETW und Schaden. Minsk, was hast du? Kann einmal täglich verbesserte Hast wirken. Ah, nö. Da sind die, glaube ich, besser. Da kriegst du nämlich auch einen Angriff mehr, so wie das aussieht. Nö, du hast schon 3 Angriffe. Ja, cool. Achso, stimmt ja, weil du einen zusätzlichen Angriff gekriegt hast. So wie Kaedon auch. Ja. Kurzschwert +2, der Dolch ist interessant.
Das ist nämlich Artemis Entwerys Vampirdolch. Den wir allerdings auch nicht haben möchten, unbedingt. Obwohl Emo ihn den sicherlich gerne nehmen würde. Ist wahrscheinlich besser als das Zepter des Schreckens. Das sind wahrscheinlich nur irgendwelche Lederrüstungen. Ja, abscheuliche Austrocknung und das ist Symbol der Furcht. Jo. Ah, super. Und wir haben jetzt dieses Mal gar keine Heiltränke gebraucht. Wir haben einen Haufen schwere Wunden halt, aber hier noch drin übrigens. Und Schutzformel gegen Tod hätte uns übrigens gegen den Demi-Lich geholfen. Ich war, wenn es das ist, was wir wollen. Ja, nach einem Zweifelkampf zog sich Bodil ihren Sarg zurück. Es ist an der Zeit, es zu Ende zu bringen. Mit Hilfe eines Wurfs kann man sich jetzt endgültig zerstören und die Mohens Seele befreien. Bodhi fällt vor euren Augen in sich zusammen. Nachdem die gestohlene Seele befreit wurde, ist der Körper nur noch eine leere Hülle. Ihr könnt kurz eine Art von Erscheinung aufblitzen sehen. Dann ist da nichts mehr. Durch ihren Tod öffnet sich ein Geheimfach in ihrem Sarg. Dahinter befindet sich die Lovebound. Ja. Ihre Lovebound ist ein Artefakt, das im untergegangenen Mithrin gefertigt wurde. Für die damaligen Herrscher war das Artefakt äußerst wertvoll, da sein Licht alle Täuschungen und Illusionen durchdringen konnte. Wenn alle Linsen an dem Artefakt montiert sind, kann sein Licht die Illusion bannen, die Sultan Nisala verbirgt. Das schwarze, verschrumpelte Herz der Vampirin Bodhi. Ich fühle mich jetzt besser. Ich fühle mich wieder vollständig. Das ist gut. Danke für alles, was ihr getan habt. Ich bin wieder völlig in Ordnung. Und ich hoffe, eure eigene Heilung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ja, letzter Kampf gegen Bodhi erledigt er auf. Ja, das ist noch die Elfenstadt. Verfolgung von Irenikus. Einlass ins Heim ist immer noch offen. Genauso wie die Jagd auf Valiga Cortala. Die Sache mit, Sona Seni. Aber ja. Erledigte Aufgaben nach Datum. Der letzte Kampf gegen Bodhi. Bodhi, Irenikus Schwester, ist endlich besiegt. Dies zeigt, dass die viel gerühmte Macht und Sterblichkeit dieses Geschwisterpaars nicht unendlich ist. Und es besteht Hoffnung, dass ich doch noch meine Seele zurückholen kann. Obwohl es sein kann, dass es für Bodhi schwerer war, die Mohens ins an sich zu binden, weil sie untot war. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Mit Bodhis Tod wurde Immun wiederhergestellt. Es geht ihr gut und es scheint, dass sie nun ihre Seele wieder zurückgehalten hat. Das ist ein gutes Zeichen für meinen bevorstehenden Kampf gegen Irenikus und weist mir den Weg. Ja, und jede Menge Stufenaufstiege. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die wir gleich mal machen sollten. Quick safen. Meine Beine tun mir weh. Schwierigkeitsgrad so senken. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Sie steigt als Kämpfer und Druide auf. Dadurch kriegt sie eine ETW-Reduktion, kriegt Priesterzauber von 4, 5 und 7. Kriegt 2 Trefferpunkte und einen Sagenkunde.
Attribute?